Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX und EdgeTX Weekly. Und ja, ihr seht das schon an dem Aufbau hier, was da alles rumliegt auf dem Schreibtisch. Diesmal geht es wohl wirklich um EdgeTX und das ist auch so. Wir haben jetzt gerade den neuen Release-Kandidaten von EdgeTX 2.10. Und ich finde, da sind einige Features drin, die Funktionsmodellbauer auch ganz gut gebrauchen können. Und ja, das soll eigentlich heute unser Thema sein. Ich will nicht auf alle Neuerungen eingehen, sondern die kleinen am Rande eher weglassen, was die Menüführung betrifft und so weiter. Das ist ganz nett, ist aber jetzt nicht so wirklich entscheidend. Ich möchte ein paar Dinge erwähnen, ja, die eben für Funktionsmodellbauer ganz interessant sein können. Ich habe jetzt mal ein paar Anlagen hier hingelegt, um auch zu demonstrieren, dass wirklich EdgeTX 2.10, die Version, die jetzt bald rauskommen wird, tatsächlich auf allen diesen Anlagen gleichförmig dann läuft. Wir haben einmal hier die RadioMaster TX16S. Das ist natürlich klar, dass das da drauf läuft. Hier unten steht jetzt schon, müssen wir ins Bild schieben. Da steht jetzt schon nicht 2.10, sondern da steht, 2.11. Aber das soll euch nicht stören. Wir befinden uns in der Phase, wo der Release-Kandidat für 2.10 da ist und bald kommt die endgültige Version 2.10. Also diese Vorversion 2.11 stimmt im Groben überein mit dem Release-Kandidaten. Vielleicht sollte ich das noch ein klein bisschen heller machen hier. Das stelle ich gerade fest. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser dann zu lesen. Okay, das lassen wir mal gerade so und ich lege die Anlage beiseite. Und dann haben wir hier noch die X12S, auch noch mal kurz erwähnt. Also auch da läuft natürlich EdgeTX 2.10 oder besser gesagt hier 2.11 drauf. Obwohl die FreeSky-Anlagen ja im Grunde genommen nicht mehr offiziell supported sind. Sie sind Community-supported. Für neue Anlagen wird es keinen Support geben, also beispielsweise für die X20 von FreeSky. Aber trotzdem ist das hier im Grunde noch meine liebste Anlage. Ich bediene die ja auch über Touchscreen. Vielleicht hat sich der ein oder andere da schon drüber gewundert. Ich habe eine Anleitung gemacht, wie man in die X12S auch den Touchscreen einbauen kann. Das könnt ihr auf meiner GitHub-Page finden. Und natürlich hat die X12S bei mir ein internes ELRS-Modul. Der externe Modulschacht ist noch leer. Auch da gibt es eine Anleitung in einem Video und auch auf der Seite dazu mit einem kleinen Adapter für einen ELRS-Empfänger als Sendemodul. Für Funktionsmodellbauer ist das okay, dass wir einen Empfänger als Sendemodul benutzen, weil wir ja meistens nicht so große Entfernungen überbrücken müssen, aber trotzdem die Vorteile von EdgeTX im Zusammenhang mit ELRS gerne nutzen wollen. Also 1 Kilometer Reichweite ist für uns dicke ausreichend und das kriegen wir damit hin. 20 oder 30 Kilometer brauchen wir ja üblicherweise nicht. Gut, das war die Anlage. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei Schwarz-Weiß-Anlagen. Die habe ich der Vollständigkeit halber hier auch noch mal liegen. Auch eine meiner Lieblingsanlagen, die Jumper T12, die es ja leider nicht mehr gibt in dieser Form. Die es ja leider nicht mehr gibt in dieser Form. Auch da läuft EdgeTX drauf. Auch EdgeTX. Entschuldigung, falscher Knopf. EdgeTX 2.11. So kann man es lesen. Ja. Die hat nun kein HF-Modul eingebaut. Der Modulschacht ist leer. Diese hat auch kein internes HF-Modul. Ich zeige euch aber ein schönes Bastelprojekt demnächst, wie ihr hier wunderbar schön in den externen Modulschacht ein ELRS-Modul einbauen könnt. Und zwar kein
Keins mit einer externen Antenne, sondern auch mit einer internen Antenne. Auch wieder für Funktionsmodellbauer ganz gut geeignet. Und ja, wunderbares Ding, diese Anlage. Und dann haben wir natürlich hier noch die X9E, auch sehr verbreitet unter den Funktionsmodellbauern wegen der ganzen Möglichkeit, hier Schalter einzusetzen. Und willkommen bei OpenTX. Ja. Gaskanal nicht null. Bitte prüfen. Schalter fehlpositioniert. Bitte prüfen. Ja, offensichtlich sind die Sounddateien auf der SD-Karte noch die alten. Nun, aber trotzdem HDX 2.10 hier drauf. Auch wunderbare Sache. Funktioniert also nach wie vor. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu Radio Master wieder zurück. Da gehe ich mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. So vielleicht. Okay, so müsste man das sehen können. Ich habe mal eine kleine Spickliste gemacht, was ich alles erzählen will, damit ich nichts vergesse. Ja, Punkt 1 ist vielleicht der neue Model Manager. Wir haben hier zwei Neuigkeiten eigentlich. Das sind die Sortierungsmöglichkeiten, entweder alphabetisch oder zum Beispiel wie oft benutzt. Also ich lasse es meistens auf meist benutzt stehen, dann sind die, die ich zuletzt benutzt habe, weiter oben. Normalerweise werden jetzt hier auch die Bildchen zu sehen. Habe ich jetzt keine auf der SD-Karte drauf. Kann man aber natürlich machen, sieht dann hübscher aus. Die andere Möglichkeit ist hier oben die Ansicht zu wechseln, mit kleinerer Schrift und mehr Kacheln oder auch eben ein textueller Modus in dieser Art und Weise oder auch in dieser Art und Weise. Also für die Leute mit vielen Modellen ist das vielleicht ganz praktisch, da muss man nicht so viel hier hoch und runter scrollen. Gut, das war Punkt 1. Punkt 3 war relativ klein. Was ich jetzt ein ganz cooles Feature finde, ist die sogenannte interaktive Checkliste. Und dazu wechseln wir mal das Modell. Ich selektiere jetzt mal das Modell ABC. Ja, okay, Schalterwarnung. Und jetzt kommt dieses hier, eine sogenannte interaktive Checkliste. Und ich komme hier gar nicht raus. Ich kann hier machen, was ich will. Ein Enter drücken, ändert nichts daran. Ich muss erst diese Checkliste abarbeiten, bevor das Modell aktiv wird und auch die, die Aggregate wirksam werden. Ich muss also hier aktiv bestätigen, dass ich kontrolliert habe, ob die Schrauben frei sind und dass ich auch kontrolliert habe, ob der Kran tatsächlich entsichert ist, damit ich ihn bewegen kann. Ansonsten gäbe es eine Blockade und erst Heiligsblechle. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier Return drücken und das Modell ist dann tatsächlich selektiert. Ja, diese Checkliste, eine Vorflug-Checkliste, kennen wir eigentlich schon. Die kann man hier aktivieren mit dieser Checkbox. Allerdings gibt es hier eine weitere Checkbox und das ist eine interaktive Checkliste zu selektieren. Das schalte ich jetzt mal aus und wir machen das ganze Spielchen nochmal. Nehmen wir nochmal das Modell wechseln. Ich gehe nochmal auf das andere. Das mache ich jetzt aber nur, damit ich das Modell gewechselt habe und wechsle gleich wieder zurück auf ABC. Und jetzt wird diese Checkliste angezeigt. Ich kann die aber jetzt mit dem Return einfach wegdrücken, ohne sie abgearbeitet zu haben. Gut, nochmal kurz zur Erinnerung. Diese Checkliste, das ist einfach eine Datei, auf der SD-Karte in dem Verzeichnis Models. Und diese Datei muss so heißen wie das Modell mit der Änderung .txt. Also in meinem Fall, das Modell heißt ABC, die Datei muss heißen abc.txt. Genau, diese Datei können wir uns auch angucken.
Hier sogar auf der Anlage wird hier angezeigt. Und man kann da beliebigen Text reinschreiben. Beginnt eine Zeile mit einem Gleichheitszeichen, ist das eine aktive Checkbox. Die muss also abgehakt werden dann vorher. Ja, finde ich ein ganz tolles Feature. Dieses Feature brodelt schon seit Version 2.4, ist aber jetzt erst tatsächlich richtig implementiert worden. Gut, ja, dann ist ja immer die spannende Frage nach den Schaltern. Wie viele Schalter habe ich an meiner Anlage? Oftmals reichen ja die Schalter, die wir hier haben. Ich habe sogar hier noch zwei Inkrementalgeber eingebaut. Die Schalter reichen nicht aus. Man kann sich zwar ein eigenes Senderpult bauen, habe ich auch mal beschrieben. Man kann auch die Trim-Switches hier als Schalter benutzen, zeige ich gleich auch nochmal, wie das geht. Aber meistens reichen die Schalter nicht aus. Natürlich können wir auf dem Touchscreen, wer meine Schaltmodule kennt, weiß das, auch beliebige Schalter positionieren. Aber oftmals hat man halt ganz gerne die physischen Schalter. Und da gibt es jetzt eine kleine Geschichte, die auch erwähnenswert ist. Falls man POTIs übrig hat, zum Beispiel hier diese Slider, kann man die als Schalter umdefinieren. Und das ist eine Sache, die bleibt oft unentdeckt. Wir gehen mal in die Senderkonfiguration hinein und dann gehen wir auf das Hardware-Tab. Und da können wir ganz weit unten die Art der POTIs definieren. Und dieser Slider hier, das ist LS und auf der anderen Seite ist RS, ist ja klar. Und da kann ich hier in der Tat sagen, zum Beispiel bei LS, das soll ein Schalter sein. Und wenn ich das gemacht habe, war das Streich Nummer 1 und dann kann ich hier tatsächlich neu einen neuen Schalter definieren. Und zwar gibt es hier schon eingetragen FL1 und FL2. Das ist schon, oder das ist ein, naja, Vorgriff kann ich jetzt nicht mehr unbedingt sagen. Das ist die, das sind zwei Schalter, die man bei der MT8, bei der neuen Radiomaster MT8 montieren kann. Und da kann ich jetzt tatsächlich sagen, ich möchte gern den LS als Schalter benutzen. Und jetzt wird auch hier die Schalterposition angezeigt. Und wenn ich jetzt hier dran schiebe, ich muss natürlich die Art des Schalters noch einstellen. Drei-Positionen-Schalter, weil der hat ja so eine Mittelraste hier. So, jetzt haben wir alles auf dem Bild. Also nochmal, dann sieht man hier, er geht in die Position. Wobei, wenn ich jetzt hier nach unten ziehe, zeigt der Pfeil nach oben. Ist vielleicht nicht ganz so intuitiv. Dann kann ich das auch noch invertieren. Kann ich gerade auch nochmal zeigen, dass man die Richtung eines POTIs invertieren kann mit diesem Schalter. Ist vielleicht auch nicht besonders intuitiv, weil diese Spalte hier hat keine Überschrift oder diese Checkboxen haben keine Bezeichnung. Und jetzt gucken wir nochmal bei unserem Schalter FL1. Genau, müssen wir nochmal hier drauf achten. Jetzt, wenn ich den nach oben schiebe, ist er oben. Und wenn ich nach unten schiebe, ist er unten. Ja, somit haben wir einen neuen Schalter und den kann ich überall da einsetzen, wo man Schalter einsetzen kann. Gehen wir mal vielleicht einfach bei einem Input. Da haben wir die Möglichkeit, so eine Zeile, bei Mischer hätte ich jetzt natürlich das auch machen können, hier zum Beispiel. Achso, das ist auch, glaube ich, neu. Ich weiß nicht, in welcher Version das war, ob das schon bei 2.9 war. Das ist das Filter hier. Da kann man jetzt also die Schalter, da war er schon, unser FL1, den kann ich jetzt hier selektieren als Schalter. Und Sie sehen, dass die Kennlinie jetzt hier entsprechend umgeschaltet wird. Ja, also das kann ich für alle POTIs machen, die ich vielleicht im Moment nicht brauche. Apropos nicht brauchen, hier sehen wir auch das Heli-Menü. Das konnte man, oder viele von den Menüs konnte man bislang immer nur statisch über die Konfiguration der Firmware im Zeitpunkt des Kompilierens, also des Erstellens der Firmware,
deaktivieren. Jetzt kann man das dynamisch machen, also zur Laufzeit des Senders. Und wenn ich das Heli-Menü deaktivieren möchte, dann kann ich das einmal bei den Modelleinstellungen machen. Und ich kann beispielsweise jetzt hier den Heli-Mischer ausschalten. Dann ist der schon mal weg. Da ist er jetzt gerade weggegangen. Und ich kann das aber auch auf Systemebene machen. Ach nee, bin ich jetzt falsch. Hier muss ich hin. Da gibt es den Punkt Menüpunkte. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel auf Systemebene, dann gilt das für alle Modelle, es sei denn, ich schalte es explizit bei einem Modell wieder ein. Und hier ist es so, ich habe es für das gerade aktive Modell ausgeschaltet. Das wird hier mir noch zusätzlich als Info angezeigt. Das ist die Neuerung. Und ich kann es aber hier global abschalten. Wenn ich will, kann ich es aber auch gezielt für ein Modell auch wieder global, nicht global, also modellspezifisch, genau darum geht es ja, wieder einschalten. Hier ist es aus. Ich kann es einschalten, dann ist es, oder ich kann die globale Konfiguration übernehmen. Aber hier ist es jetzt modellspezifisch wieder eingeschaltet. Gut, das will ich aber eigentlich nicht. Ich mache es dann so. Genau, dann ist der Heli-Punkt da oben weg. Das war die Geschichte. Ja, und noch eine letzte Geschichte zum Thema, mir gehen die Schalter aus. Es ist die Möglichkeit, jeden Trim-Schalter oder Trim-Switch als Schalter zu definieren. Und zwar macht man das sinnigerweise in den Flugphasen, weil in den Flugphasen geht es ja darum, hauptsächlich die Trimmungen zu verändern. Also alles, was mit den Trimmungen zu tun hat, findet in den Flugphasen statt. Es macht also Sinn, dass das dort aufgehoben ist, auch wenn man es vielleicht als Funktionsmodellbohrer dort nicht vermutet hätte. Und man kann hier neben den üblichen Trimwerten, die für eine Flugphase gelten sollen, kann man also beispielsweise hier auch das ändern, dass man die Trimmung 5 in einen 3-Positionen-Switch oder besser gesagt Taster, in einen 3-Positionen-Taster umändert, sodass also dieser jetzt nicht mehr als Trimmung fungiert, sondern als Taster. Wenn ich den bewege, gibt es also diesen Ton nicht mehr, den es normalerweise bei der Trimmung gibt. Trimmfunktion ist abgeschaltet und er funktioniert jetzt als Schalter, den ich auch überall dort einsetzen kann, wo ich Schalter einsetzen kann. Ja, okay, damit, ich gucke noch mal gerade auf meine Spickliste. Ich glaube, damit bin ich durch. Ja, das war's. Ich entdecke jetzt nichts mehr. Genau, ich hoffe, ihr habt ein paar neue Dinge erfahren. Es gibt noch viel, viel mehr. Zum Beispiel auch, was die Hardware-Buttons hier und die Menüführung betrifft. Zum Beispiel, ob ich jetzt hier kurz drauf drücke oder ob ich lang drauf drücke. Kleines Quiz, wer hat den Unterschied bemerkt, oder auch bei der Modelltaste, ob ich kurz drauf drücke oder ob ich lang drauf drücke oder ob ich kann also direkt also auch hier rumspringen mit den entsprechenden Tasten. Da gibt es dann Unterschiede. War jetzt ein kleines Suchspiel, aber ich glaube, ihr habt es bemerkt. Genau, es gibt noch fürchterlich viele andere Menüführungspunkte, die verbessert worden sind. Die habe ich jetzt auch alle nicht im Kopf, aber auf der entsprechenden Seite von EdgeTX gibt es eine Liste von Neuerungen. Die kann man sich natürlich auch mal durchlesen und vielleicht entdeckt man für den persönlichen Gebrauch noch etwas, was man einsetzen kann. Gut, das war es von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was Neues erfahren und bis zum nächsten Mal.